Premier League-Aufsteiger FC Fulham hat am Deadline Day gleich 5 Neuzugänge präsentiert. Mehr als jeder andere Club in Englands Elite-Klasse. Die Londoner gaben innerhalb von 3 Stunden 5 Transfers bekannt. Nach Joe Bryan von Bristol City, unterschrieben am 9. August, auch Sergio Rico kommt vom FC Sevilla, Luciano Vietto kommt von Atletico Madrid, Timothy Fosu-Mensa kommt von Manchester United und Franck-André Sambo-Anguissa kommt von Olympique Marseille bei den Cottagers. Fulham investierte Rekordsumme von 115 Millionen Euro. Von den 5 Deadline-Day-Erwerbungen verpflichtete Fulham nur Sambo-Anguissa 30 Millionen Euro und Bryan 6,7 Millionen Euro fest, während die anderen 3 Spieler allesamt ausgeliehen wurden. Für insgesamt 13 neue, darunter auch Weltmeister André Schürrle, der auf Leihbasis vom BVB nach London wechselt, gab Fulham rund 115 Millionen Euro aus. Punkt. Nie investierte ein Aufsteiger mehr in Neuverpflichtungen.